Ich begrüße euch alle herzlichst zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt, hier auf dem Galgenhügel, zu dem ich nicht mehr viel sagen muss. So, wir gehen mal ganz schnell hier ein bisschen auf Wildhundjagd. Was jetzt, du Stück Dreck? Na, Geralt, so sagt man nicht. Da, so viel dazu. Schlechter von Blaviken. Töte 5 Gegner weniger als 10 Sekunden. Tja, so viel dazu. Ich habe eigentlich auf Rotfleisch gehofft. Dank. Darf ja echt nicht wahr sein. Das mit diesem Überladensein ist echt furchtbar. Wir brauchen einen Händler. Rotfleisch, ja, ja. Ja, da fehlen mir direkt die Worte, direkt am Anfang der Aufnahme. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier ins Dörfchen. Wir wollen erstmal ein bisschen unser Inventar entlasten und vor allen Dingen zusehen, dass wir ein bisschen Geld rankriegen. Ja, da müssen wir jetzt leider auch die legendären Gegenstände verkaufen. Es geht ja nicht anders. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Neue Notizen. Eine Bitte. Da ich nicht anders hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen und Eichenmehl. Okay. Ja, die kennen wir alle schon. Die Texte kennen wir alle. Ja, bald ist Vollmond. Ist hier nirgendwo ein Händler? Ach, dieses Dorf ist so traurig. Traurig wie eh und je. Kein Händler. Definitiv kein Händler. Personennot, der hat mir noch gar nicht geholfen. Aber wir wollten ohnehin mal ganz kurz in die Quests gucken, denn ich wollte ja Hexeraufträge. Monster im Wald, darum wollte ich mich kümmern. Aber ganz kurz einlesen. Genau wie die Menschen haben Monster eigene Geschmäcker und Vorlieben. Die Legenden erlieben Drachen den zarten Geschmack von Jungfrauen, während Ghule dem kräftigen Geschmack von verrottetem Fleisch huldigen. In den Wäldern vom Novigrad herum war eine Bestie mit Vorlieben für redanische Transportwagen aufgetaucht. Verständlicherweise war der Hauptmann des nahen Wachpostens von dieser kulinarischen Wahl wenig begeistert und setzte eine Belohnung auf den Kopf aus. Ja. Wollen wir mal. Den ersehnten Händler haben wir immer noch nicht gefunden. Hallo Plötze. Galoppieren wir mal. Ah, ist das schön, Leute. Ist das schön. Oh, warum denn hier lang? Querfeld ein. Plötzlich hat aber auch schon eine ordentliche Ausdauer drauf. Oh, das war schon da. Ja, ich erinnere mich noch hier dran. Das haben wir bereits einmal versucht. Und haben es nicht hinbekommen. Na, das kann lustig werden. So, wie war das nochmal? Ja.
tatsächlich das Zeichen war es. Algulklaue. Kleines blaues Muttergehen. Und hier haben wir Spuren. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Seltsam. Waren es vielleicht doch Menschen? Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Lass mich raten, wir finden noch einen Pfeil. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Mich dünkt, wir haben es hier mit einem Überfall von Menschen zu tun. Fußspuren. Ein Überlebender. Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Oh ja, das solltest du, Geralt. Das dürfte interessanter werden als vermutet. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, da sind nur sehr, sehr viele Ertrunkene. Nee, 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 zu viele. Wow. Oh. Das war aber sehr, sehr knapp. Ertrunkenen Hirn. Ja, unser Silberschwert macht es auch nicht mehr lange mit. Monsterherz. Ertrunkenen Hirn. Mutagene wäre nicht schlecht, aber nein, natürlich nicht. Und die Frage ist, wer hat die Kutsche überfallen? Ah, Fußspuren. Und es ist spannend. Wer ist es? Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ja. Ich möchte gerne mit dem Kommandanten reden. Das hört sich ganz gut an, denn scheinbar haben wir es hier vielleicht sogar mit Skoyatel zu tun. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten, da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Bernossiel. Ja. Warum nicht? Ich würde das auch verlangen, wenn ich ein Anführer einer rebellierenden Elfenarmee wäre, dass man eben ohne Waffen zu mir vorgeladen wird. Ich würde sagen, gut, geh voran. Gut, geh voran. Aber nur ausnahmsweise. Weil ich so gutherzig bin. Ja, ich bin mir gespannt, ob es hier jetzt mehrere Lösungen gibt oder ob wir schlichtweg die Skoyatel töten müssen. Wenn es denn das Skoyatel sind. Badgern? Seltsam. Wir haben hier gar keine Monster. Ihr vielleicht nicht, aber die Redanier sind überzeugt, dass etwas in diesen Wäldern haust. Sie haben mich angeheuert, es zu töten. Na, dann irren sie sich eben. Wäre nicht das erste Mal. Hier gibt es kein Monster. Deine Arbeit ist getan. Das ist kein Spiel. Es sind Menschen gestorben. Es sind Soldaten gestorben. Soldaten von Radovid, der die Enseide vom Großen Meer bis zu den Blauen Bergen terrorisiert. Soldaten, die Massaker anrichten, unsere Brüder foltern, unsere Schwestern vergewaltigen. Um die weine ich nicht.
Und wir werden diese Transporte weiter angreifen. Wir müssen essen, wie du. Es ist also deine Entscheidung. Geh jetzt und vergiss, was du gesehen hast. Oder stirb. Was unterscheidet diese Elfen von Banditen? Ganz recht, nichts. Angesichts der Tatsache, dass auch sie die Transporte überfallen, die vielleicht auch gedacht sind, um normales Landvolk zu versorgen, überfallen sie ja im Nachhinein genauso die Transporter, wie es auch die Deserteure tun. Und nur weil sie spitze Ohren haben, rechtfertigt das ja noch lange nicht, dass sie es tun dürfen. Daher sind sie genauso Banditen wie die anderen. Diese Aura moralischer Überlegenheit, ermüdend und falsch. Ihr seid gewöhnliche Banditen. Tatsächlich? Dann behandeln wir dich auch wie gewöhnliche Banditen. Die wird er was gern. Ich habe keine Waffe. Ja, wir haben ja keine große Wahl, außer so zu klären. Na, kommt schon. Skoyatel. Keine Angst haben. Tja. Geralt mit der Faust. Ne. Boah, ich bin aufgeregt. Boah, Geralt, was hast du denn da? Aua. Ich liebe diesen Soundtrack. So viel dazu. Ich hätte gerne meine Waffen wieder. Eichhörnchenschwanz. Ja. Redanische Hellebardier-Rüstung. Das hört sich schick an. Dürfen wir unsere Waffen wieder nehmen? Ah. So, kehre zum Hauptmann zurück. Gerne, gerne, aber erst gleich. Jetzt haben wir mal eine schöne Rüstung gefunden, wisst ihr? Und dann ist die natürlich so richtig schlecht. Muss ja sein, ne? Wobei, die Resistenzen... Wir nehmen die einfach jetzt mal. Kurzzeitig. Schlechter, schlechter. Minus 17, minus 21, minus 24, minus 19, minus 48. Armbrust rüsten wir aus. Welches ist besser? Das oben, was wir haben. Okay. Wert 187, Wert 44. Wert 200, 172, 200, 276. Wir sind richtig heftig überladen. Zwo-
nur 0,06. Das war Quatsch, das wegzuwerfen. 1,96. Wiegt die so viel? 8. Oh, au. Ah, tut das weh, das zu sehen. Was haben wir denn dabei, was so richtig viel wiegt? Irgendwas muss es ja sein. Irgendwas muss es ja sein. Irgendetwas wiegt ganz viel. Das ist Quatsch. Die sind aber auch 1800 wert, ne? Wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach unsere ganzen Sachen verkaufen gehen. Wir nehmen hier alles mit und gehen da mal handeln. Das kann ja nicht wahr sein. Ich sehe auch nicht ein, jetzt das ganze Geld zu verschwenden. So. Weltkarte. Okay, wo können wir denn gut handeln? Wo können wir gut handeln? Nirgendwo ist die Antwort. Hier können wir handeln. Dann wollen wir mal, Leute. Tut mir leid, aber... Boah, sieht das gut aus. Komm, Plötz, das schaffst du. Das muss jetzt auch mal sein. Oh. Okay, das ist ein Problem. Wie kommen wir darüber? Okay. Ich weiß echt nicht, müssen wir jetzt wirklich diese Schwerter alles verkaufen, weil es schlichtweg keine Möglichkeit gibt, die irgendwo zu lagern? Ist ja auch ein bisschen blöde eigentlich. Ich würde die Schwerter eigentlich nicht verkaufen, diese einzigartigen Silberschwerter. Aber wir haben wohl keine Wahl. Arme Plötze. Es ist schon toll. Und ich muss sagen, das Spiel läuft auch verdammt flüssig. Ah, ich glaube, wir sind da. So. Schon gehört? Sie haben Margarete freigegeben. Perfekt. Einmal runter. Und hallo. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Kaufen. Sag mal, was du anzubieten hast. Die Rüstung gefällt mir aber gut. Der
Der hat nur 240. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexausrüstung zu finden. Gerne. Verkaufen. So, wollen wir mal. Und dazu so gut wie kein Geld mehr. Bis dann. Na, super. Ich sagte einfach gar nichts zu, sondern lasst es einfach auf euch wirken. Wo ist denn hier ein Kaufmann? Dann gehen wir halt mal zum Schmied. Nee, man sollte die Hoffnung wirklich nicht aufgeben. Ah ja, stimmt. Wir müssen eine Stunde meditieren, damit er mit uns redet. Okay, wir sollen einmal bis zum nächsten Tag meditieren. Hallo, lieber Waffenschmied. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Schau mich nicht so an. Jetzt ist er verschwunden. Na, darf doch nicht wahr sein. Hallo? Ja, tut mir leid, Kleiner. Ich muss da irgendwie die Aufmerksamkeit dieses Mannes hier erregen. Aber es will nicht so richtig funktionieren. Ich frage mich gerade, Weltkarte, gibt es hier auch einen Rüstungshändler? Natürlich nicht. Was für ein Bus. Ich krieg die Krise, ne? Okay. Planänderung. Plötze ist so langsam. Bevor Plötze da ist, bin ich zu Fuß beim Wegweiser. Oh wei, jetzt habe ich mir aber ein bisschen schneller vorgestellt. So, ich denke mal, hier in der Festung werden wir definitiv irgendwo einen Händler finden. Das darf ja nicht wahr sein. Oh Mann. Nicht klauen, das mögen die Wachen nicht. Wenn es denn sein muss, lasse ich wenigstens nicht erwischen. Ja, irgendwie so schwer ist es ja nicht, das heimlich zu machen. Schön, dass da ein Messer an Plötze hängt. Los, lauf! Geralt ist sehr unfreundlich zu Plötze. So, hier sollten wir doch einige Händler haben. Beim blutigen Baron. Hallo. Oha, Plötze. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Nein, handeln. Zeig mir deine Waren.
So, ja, wir müssen jetzt ein bisschen ranhalten. Er hat nur 89. Ja. Gut was los geworden, trotzdem. Leb wohl. Pass auf, du Trampel. Danke, sehr freundlich von euch. Dann einmal hoch in die Festung. Nicht abbremsen, schön durchziehen. So. Hallo. Wie kann... Ja. Nicht viel quatschen, handeln bitte. Ich würde mir gerne danken. So. 900... Ach, das ist doch mal schön. Das lese ich doch mal gerne. Ja. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg. 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 Das behalten wir mal. Das kann auch weg. Die Hose kann auch weg. Okay, was hast du denn Schönes? Scheinbar auch nichts allzu Besonderes. Wir können mal ganz kurz Handwerk gucken, ob wir hier vielleicht was ganz Tolles herstellen können. Stufe 27, Stufe 7. Ah ja. 62 Rüstung. Stufe 24. Stufe 14, Stufe 13, Stufe 16, sehr schön. Hosen können wir nicht, können wir keine herstellen. Blablabla. Handschuhe. 12, 9, 6, ja, aber die Werte sind nicht so dolle. 27, okay. Dann reparieren. Müssen wir wohl. Und jetzt können wir nochmal verkaufen. Dann können wir hier mal uns ein bisschen erleichtern. Perlen. Ich sehe gerade, wir sind immer noch ziemlich schwer beladen. Aber das müssen wir auch bleiben. Hier können wir auch die Hälfte loswerden. So. Alles klar. Und auf Wiedersehen. Leb wohl. Die Rüstung ist schick. Ist mal was anderes. Inventar. Wir haben aber jetzt... diese Rüstung hier gefunden, oder hergestellt, eher gesagt. Gefällt mir ja gar nicht. Aber die Rüstung ist Wahnsinn. Leichte Rüstung, mittelschwere Rüstung. Wir nehmen die jetzt einfach, wisst ihr das? Die ist zwar viel, viel besser, aber wir halten die mal im Inventar. Wir probieren es einfach mal, wie gut wir mit der Rüstung hier klarkommen. Und ich würde sagen, das war's aber auch hier an der Stelle, Leute. Sonst wird es wirklich zu knapp.
Das war jetzt knapp eine halbe Stunde. Wow. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Wir werden den Auftrag Monster im Wald abgeben und zusehen, dass wir weiter vorankommen. Hallo Plötze. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit Geralt von Riva und einer riesigen Welt namens Velen, die erkundet werden will. Bis dann, Leute.